Hat man 2-0 gegen Bayern Alzenau verloren. Oh, hast du schon Worte gefunden für das Spiel? Ach, schwierig. Jetzt, wenn ich das Spiel Revue passieren lasse, ja, wir kommen nicht gut rein in die Partie. Bayern Alzenau hat ein, zwei Chancen, aber dann denke ich, sind wir gut im Spiel. Kontrollieren eigentlich soweit den Gegner, haben jetzt selber nicht die glasklaren Chancen, können aber trotzdem mit 1-0 in Führung gehen, weil wir eine freie Schussposition hatten aus 16 Metern. Ja, gehen mit 0-0 in die Kabine, nehmen uns natürlich viel vor und kassieren relativ früh nach der Halbzeit das 1-0. Wir haben nicht aufgesteckt, wir haben alles gegeben, aber mit den Mitteln, die wir angewandt haben, sind wir leider nicht zum Ziel gekommen und zum Schluss haben wir dann noch einen Konter kassiert leider. Ja. Sah so aus, als würdet ihr vom Einsatz her alles probieren, aber ja, so dieser Punch nach vorne, der kam nicht zustande, oder? Ja, wir waren einfach vorne nicht zwingend genug, hatten wenig Chancen. Wie gesagt, auf dem Platz war es spielerisch auch schwer, sich da durchzusetzen, aber wir hätten irgendwie andere Situationen erzwingen müssen. Das haben wir nicht. Wir hatten sehr, sehr wenige Abschlüsse, sehr wenig Eckbälle. Wir hatten zwar Standards, aber die waren sehr weit vom Tor entfernt, sodass wir da keine Gefahr erzielen konnten. Und ja, wenn du kein Tor schießt, dann kannst du auch nicht gewinnen. Das hast du in deiner Karriere ja schon sehr viel erlebt. Tiefen werden da ja dann auch dabei gewesen sein und schwierige Situationen. Ich meine, boah, was machst du jetzt? Was macht ihr jetzt? Das ist wahrscheinlich eine blöde Frage jetzt, ich weiß, aber ich muss sie halt stellen. Ja, es geht weiter, ne? Also, der Trend ist natürlich nicht gut. Wir haben dreimal verloren. Ja, es geht weiter. Wir müssen an uns glauben. Wir müssen eng zusammenrücken. Wir müssen uns aufs nächste Spiel konzentrieren und wir brauchen dringend Erfolgserlebnisse. Das ist alles, was zählt im Fußball. Ihr seid gerade eben noch vor die Waldemar gegangen. Das sah sehr ungemütlich aus. Wie hast du es erlebt? Ja, hat sich auch sehr ungemütlich angefühlt. Ich kann den Unmut der Fans natürlich verstehen. Sie sind natürlich hier in einem Derby besonders motiviert und heiß. Und ich fand die Stimmung heute super, gerade bei diesen Bedingungen. Es war sehr kalt, es war ein Flutlichtspiel. Natürlich war es auch ein Derby, aber die Unterstützung der Fans war da. Ja, leider haben wir sie enttäuscht mit dieser Leistung, mit dem Ergebnis. Das heißt, ich weiß nicht, eigentlich war ja schon das Motto Wiedergutmachung. Wird das jetzt eine Woche verschoben oder was macht ihr jetzt? Wiedergutmachung auf welchen Bezug? Was meinst du? Ja, eigentlich galt ja schon das Credo nach dem Saarbrücken-Spiel Wiedergutmachung. Das ist ja jetzt nicht ganz gelungen. Ja, was heißt Wiedergutmachung? Wir haben gegen einen absoluten Top-Gegner, souveränen Tabellenführer verloren, klar, mit einem Mann weniger. Dass wir momentan da weit hinterher sind, das ist auch klar. Aber wir müssen einfach von Spiel zu Spiel denken. Dass wir uns natürlich mehr vorgenommen als hier heute, ist auch klar. Und wie gesagt, wir müssen da zusammen als Mannschaft wieder raus. Und dafür brauchen wir auch die Fans. Nochmal zurück zum Thema Offensive und heute die fehlende Torgefahr. Das ist ja wahnsinnig vielschichtiges Thema. Was für Faktoren würdest du jetzt ausmachen, woran es heute gelegen hat, dass es zu so wenig Abschlüssen kam? Ja, der Gegner hat es natürlich auch nicht schlecht gemacht. Es kam aber generell wenig spielerische Situationen zustande, wo wir den Gegner einfach an die Wand spielen konnten. Wir hatten aber auch in der ersten Halbzeit ein paar Ballgewinne in deren Hälfte, die wir auch hätten, glaube ich, besser ausspielen können oder müssen. Ja, nichtsdestotrotz kann man hier trotzdem mit 1-0 in Führung gehen. Ich glaube, dann nimmt natürlich das Spiel eine ganz andere Richtung. Aber das Spiel ist leider anders ausgegangen. 2-0 gegen Bayern Alzenau verloren. Was war jetzt schmerzhafter, das Spiel oder dann danach der Gang zur Waldemar? Ja, beides. Beides tut natürlich richtig weh. Also es war schon, das Spiel dann, das 2-0 war schon ein Schlag in die Magengrube. Und das Pfeifen natürlich, tut natürlich sehr weh, weil, ich glaube, wir haben am Anfang eine gute Euphorie entfacht. Wir waren eine richtige Einheit. Ich glaube, die Fans waren natürlich voll auf unserer Seite und jetzt auch zu Recht, weil wir einfach, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Platz wir sind, aber die Punktausbeute ist einfach nicht Kickers Offenbach würdig. Aber wir müssen da raus. Wir müssen, klar, ich glaube, ich sage jede Woche das Gleiche am Ende, aber wir müssen jetzt einfach da zusammen irgendwie auch wieder rauskommen aus dieser Scheißsituation. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Kickers Offenbach, glaube ich,
ja, auf gut Deutsch gesagt, in der Scheiße steckt. Wir können uns nur alleine da wieder rausziehen und ja, wir dürfen jetzt trotzdem keine Untergangsstimmung verbreiten. Ja, wie es so schön heißt, der OFC wird niemals untergehen. Du hast ja gerade schon im Vergleich zu den ersten Spielen bemüht, was ja so ein bisschen daran erinnerte, war ja durchaus der Einsatz, dass diese intensiven Zweikämpfe, dass alles diese intensive Zweikampfführung, viele Ballgewinne hattet ihr auch schon früh in der Hälfte der Alzenauer. Was hat denn gefehlt, dass daraus dann auch mal richtig gefährliche Situationen entstehen? Weil das war ja das große Problem in diesem Spiel. Ja, ich glaube, dass wir trotzdem jetzt nicht genug und nicht viele, aber wir hatten ein paar gefährliche Situationen. Ich kann das, glaube ich, auch besser machen. Dann steht es 1-0. Dann haben wir natürlich Euphorie oder wie auch immer, aber irgendwas im Rücken halt auf jeden Fall. Und dann läuft es halt natürlich auch anders. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Chancen Alzenau hatte, aber ich glaube, die erste große Chance war dann auch wirklich drin. Ich würde nicht mal sagen, dass es eine große Chance war, aber ja. Ja, der erste Schuss war dann ein Treffer, aber das ist keine Ausrede. Wir müssen es besser machen und heute tut's richtig, richtig weh. Ich glaube, das ist ein schmerzhafter Tag und wir haben aber jetzt richtig wichtige Spiele. Wir haben jetzt das nächste Hessen Derby ist jetzt ja nicht, aber trotzdem ein Spiel gegen einen anderen hessischen Verein und haben dann auch nicht das Rückspiel, aber das Hessen-Pokalspiel gegen Alzenau. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Spiele und wir müssen uns jetzt halt mal die Meinung sagen, glaube ich. Wir sind alles erwachsene Männer. Ja, kann es ruhig auch mal knallen, keine Ahnung, müssen was weiß ich was fliegen und dann müssen wir uns aufrichten und dann, wie jede Woche geht es dann halt weiter. Wahnsinnig frustrierendes Spiel von außen, ist zu Ende gegangen, wahrscheinlich nicht minder frustrierend für euch, oder? Ja gut, wir haben verloren 2-0 in einem wichtigen Spiel heute. Schwer da jetzt Worte zu finden, weil ich denke, dass wir den Gegner gut im Griff gehabt haben, die ersten 45 Minuten. Wir hatten einen klaren Plan. Wir wussten, dass Alzenau von hinten da Tiki-Taka rausspielen wollte. Wir haben es dann nicht geschafft, die Balleroberung so zu Ende zu spielen, dass wir dann direkt mit dem ersten Pass vorm Tor sind. Da haben wir 2-3 Mal das Abspiel verplatzt. Nichtsdestotrotz stehen wir jetzt hier, haben wieder 2-0 verloren und müssen weitermachen. An sich könnte man ja fast schon sagen, auch wenn es natürlich komisch klingt, dass in der Niederlage bis zum gegnerischen 16er ein gutes Spiel gemacht. Und dann, was ist es, Selbstvertrauen oder woran hapert es dann? Wir haben, uns fehlt da ein Zentimeter in der Flanke. Ja, ich glaube, Albi kann in der zweiten Halbzeit vielleicht noch das 1-1 köpfen. Ja, dann kippt das ganze Spiel nochmal. Ich glaube, Alzenau, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zwei Torchancen, zwei Tore. Ja, wir haben ein, zwei gute Chancen, 6,5, 7,5 Chancen. Und da fehlt uns halt die letzte Konsequenz, das zu Ende zu spielen. Ja. Was letzte Konsequenz heißt dann, worauf ist das zurückzuführen? Auf die Einstellung wird es ja nicht zurückzuführen sein, sondern auf Pech oder Trend oder was ist es? Ja, wenn ich wüsste, würde ich dir sagen, oder? Gut, ja. Das stimmt wohl. Ja. Ne? Gut, weißt du denn oder hast du denn zumindest schon mal so eine Einstellung, was tut man denn, um gegen diesen Trend zu arbeiten? Ja, was tut man denn? Ich habe es eben schon der Presse gesagt. Wir spielen gegen Mainz hier, haben 6-7 Torchancen oder 6-7 hundertprozentige Torchancen, verlieren 3-1, ja, geben Gas, sitzen hier betröppelt, ja, wir gehen in Saarbrücken unter 5-0, ja, nach einer roten Karte. Was soll ich jetzt sagen? Die Zuschauer äußern ihren Unmut, was verständlich ist, ja, ihr könnt uns glauben, dass wir die Ersten sind, die hier sitzen und denken sich, scheiße. Ja, weil wir natürlich ganz andere Erwartungen an uns selber haben. Ja? Und dass man Rückschlag über Rückschlag einstecken muss, wegstecken muss, was wir jetzt die letzten Wochen durchgemacht haben. Ja? Ich meine, es war auch nicht einfach nach dem Trainerwechsel, ja, dann irgendwo, sage ich mal, ohne eine gewisse Struktur zu arbeiten, ja, zu wissen, dass Steven nur 3 Monate da ist. Es sind alles Faktoren, ja, und das muss man sich auch bewusst machen, das sind alles Faktoren, die in unseren Köpfen auch vorgehen, ja, und das ist nur menschlich. Und wir sind genauso Menschen, ja, die versuchen, ihr Bestes zu geben. Und momentan ist es so, dass es so nicht funktioniert, ja, und das muss man sich trotzdem auch bewusst machen, ja, und deswegen bringt es uns nichts, wenn uns da jemand draußen beleidigt, ja, wenn da auf uns eingeprasselt wird, ja, natürlich, wie gesagt, ich kann den Unmut verstehen, aber es bringt nichts, ja, und wir müssen halt weitermachen, da müssen wir uns halt gemeinsam rausziehen und müssen halt weiter Gas geben und nach vorne gucken. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel Kickers Offenbach gegen den FC Bayern Alzenau. Endstand 0-2.
Zuschauerzahl 5.995. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Angelo Balletta und Steven Kessler. Ja, Angelo, du darfst beginnen mit deinem Statement. So, erstmal hallo in die Runde. Für uns ein Riesenereignis als Bayern-Alsener. Ich glaube, seit, was haben wir gelesen, 99 Jahren, das erste Mal hier auf dem Wieberer Berg gespielt und direkt gewonnen. Haben uns direkt in die Geschichtsbücher eingetragen und ich kann nur von meiner Seite Sportliche sagen, es war eine sehr gute Leistung. Von der ersten Halbzeit bis hin zur zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir uns ein Stück weit neutralisiert, haben versucht, ein Stück weit eine gewisse Spielkultur reinzubringen. Es war aber schwierig, der Boden war heute sehr glitschig. Aber wir haben es gut zu verstehen, dass wir gerade im ersten Drittel bei uns gut rauskombiniert haben. Im letzten Drittel war ich jetzt nicht so zufrieden, haben uns nicht so nach vorne kombiniert. Hatten, glaube ich, nur eine Torchance zu verbuchen. Dementsprechend geht es 0-0 absolut in Ordnung. Und in der zweiten Halbzeit dann waren wir ein Ticken mutiger, gerade insbesondere mit der Hereingabe vom Domi Jordan, der etwas mehr Größe reingebracht hat ins Spiel. Da hatten wir einen Anker und dann fand ich gerade durch auch die Tormöglichkeiten, die wir uns erspielt haben, geht die Führung auch absolut in Ordnung und das zweite auch. Das war eine überragende Leistung von uns. Wir sind absolut über uns hinausgewachsen. Bin sehr, sehr stolz auf die Truppe hier so gespielt zu haben und ja, danke. Ja, Steven. Ja, guten Abend zusammen. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ist natürlich für uns ein bitterer Abend. Wir haben uns da viel, viel mehr vorgenommen, waren heute auch mutiger, sind mit zwei Spitzen aufgelaufen, haben in der ersten Halbzeit, wie der Angelo sagte, uns neutralisiert, haben sehr hoch attackiert, haben ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt mit Mike und mit Marco Schikora. Ansonsten hat uns so ein bisschen das Quäntchen Glück vorne gefehlt, dass wir so eine Flanke, so eine Hereingabe oder so ein Ballgewinn auch zu einer guten Torchance hätten verwerten oder umwandeln können. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar versucht, weiter druckvoll nach vorne zu spielen, haben aber viele Situationen nicht gut zu Ende gespielt, beziehungsweise waren die Flanken oder die Hereingaben zu ungenau, wurden gut verteidigt und wenn mal einer durchgerutscht ist, dann waren wir eben nicht zur Stelle, um den Ball über die Linie zu buxieren. Und dann das 0-1, das war natürlich ein bitterer Schlag. Wir haben dann weiter nach vorne gespielt, haben am Ende auch hinten umgestellt, haben noch mehr Druck nach vorne entwickeln wollen. Und dann kommt das 0-2. Das ist dann am Ende ja, ein bitterer Abend. Und müssen wir schauen, dass wir die nächsten Tage das Ganze aufarbeiten und wieder nach vorne schauen. So, ich schaue mal in die Runde. Es gibt sicherlich noch Fragen an die beiden Trainer. Ich bitte um Handzeichen. Jochen vom Aufmachpost. Das Mikro vielleicht noch. Dann Frage an Steven Kessler. Nach vorne schauen und das Ganze aufarbeiten. Es sind jetzt vier Spiele ohne Sieg. Wenn man aufarbeitet, muss man wahrscheinlich nach unten schauen im Moment, oder? Ja. Und wie kann man aus dieser Misere jetzt wieder herauskommen? Da gibt es kein Rezept, was ich jetzt direkt nach dem Spiel irgendwo raushole und sage, das funktioniert so oder so. Wir gehen da morgen mit den Jungs ins Gespräch und die Stimmung ist jetzt auch sehr, sehr getrübt. Bei uns ist es ja jetzt eine Situation, die uns allen bewusst ist und da kommen wir nur zusammen raus. Ich frage mal nach, zusammen raus, also auch kein Gedanke an Rücktritt im Moment. Warum? Nein, von meiner Seite aus nicht. Gibt es noch Fragen? Ja. Ich habe eine Frage an Angelo. Ich muss leider nochmal das unsägliche Thema ansprechen, das ja auch im Vorfeld der Partie rumgegeistert ist und auch jetzt heute wieder Thema war. Wie schaut es aus bei dir Richtung Winterpause? Es wurde heute auch wieder spekuliert, du wärst bereits verpflichtet für Offenbach. Ist an dem Gerücht etwas dran oder ist nach wie vor Status quo? Also verpflichtet, das geht ja gar nicht. Also ich habe ja hier einen laufenden Vertrag in Alzenau, deswegen, ich kann ja hier nichts unterschreiben. Und der Andi sitzt ja hier drin, hat es ja bestätigt. Ist ja keiner auf ihn zugegangen.
Und ich fand es, habe der Mannschaft auch gesagt, sehr schade, weil es wurde sehr viel über mich geschrieben und ich persönlich, das war unser Motto, wir haben natürlich so viel Ex-Offenbacher und insbesondere jetzt, es haben viele in OFC vergangen, da hat man gesehen, wie viele waren wir, 14, 15, aber so eine Person wie der Daniel Endres, der hier gefühlt 40 Jahre hier, glaub, hier geboren ist, ja, und wir wollten ihn das widmen als eine Feier, als Party, als, das war, glaube ich, eher die Motivation für das Ganze. Und dann ist es so, ich habe mich entschuldigt, weil ich, also ein Stück weit kann ich ja nichts für, dass es dann ein bisschen untergegangen ist. Und ich glaube, das ist, war heute eher entscheidender, weil wir haben ja auch in zwei Wochen das Spiel gegen Hessen-Pokal, wo ich auch immer wieder gesagt habe, wir haben eine tolle Truppe, wo dieses Jahr, denke ich mal, ein bisschen mehr, wir könnten ein bisschen träumen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wir sollten eher darauf unser Fokus legen. Gibt es noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, wir sehen uns in 14 Tagen dann bei euch in Alzenau beim Hessen-Pokal. Wir haben dann das Spiel am 1.12. gegen SC Freiburg 2. Ja, ich würde sagen, noch einen schönen Abend, sofern es möglich ist, und schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.